Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Shein-Haul. Ich wollte euch mal meine Bestellung von Shein zeigen. Ich habe mal es gewagt und dort bestellt. Hier ist der Riesenhaufen, den ich euch gleich genauer zeigen werde. Und ich werde die Sachen auch für euch einmal anziehen. Erstmal so zur Qualität. Ich habe auf Instagram viele Fragen bekommen, wie die Qualität ist. Und das ist ja immer so ein bisschen, viele denken, das ist wie Wish zum Beispiel. Und ja, da kann ich auf jeden Fall etwas zu sagen. Ich habe die Sachen jetzt schon öfter getragen und bin absolut überzeugt. Also, ich kann euch ja mal ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich hier ein Body bestellt und ich liebe Bodies einfach, so sieht der aus. Ich zeige euch das gleich alles nochmal genauer. Und der hat einfach dieselbe Qualität wie zum Beispiel einer von Boohoo oder von H&M. Und ich habe die Sachen jetzt wirklich schon ein paar Mal getragen und ich bin einfach völlig überzeugt. Und es wird auf jeden Fall auch nicht meine letzte Bestellung dort gewesen sein. Und ich denke, ihr könnt euch da auf jeden Fall auch noch ein paar Hauls freuen. Das war's aber erstmal jetzt mit dem Rumgelaber. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, genau, den Body habe ich euch ja gerade schon mal gezeigt. Der ist, wie gesagt, super, super schön. Das ist in so einem schönen braunen Terrakotta. Und ich liebe Bodies einfach. Ich glaube, ich habe so 15 Stück, weil ich liebe es einfach, die zum Beispiel mit einer Jeans zu kombinieren. Und es sitzt einfach immer gut, man fühlt sich immer gut und es ist figurbetont. Das mag ich einfach total gerne. Genau, so sieht das Ganze aus. Das ist in so einem Rip-Jersey. Und ich habe den genommen in Größe XS 34. Das ist einfach meine Standardgröße. Also, wenn es gehen würde, würde ich eine 32 bestellen. Gab es da jetzt aber nicht und deswegen habe ich hier die 34 genommen. Dann machen wir weiter mit einem Overall und ich glaube, den zeige ich euch am besten, wenn er angezogen ist. Ja, es ist nämlich ziemlich schwer, den auf die Kamera zu bekommen. Und zwar ist das so ein richtig langer Overall in auch so ein bisschen Ripp und Grau. Und ja, mit Gürtel geht's weiter mit einem Oversize-Pulli. Und das ist mein erster Oversize-Pulli. Und ich wollte schon immer einen haben und habe ihn dann auf der Website gesehen und dachte, ach, perfekt. In meinen Farben hier, nämlich so einem Marienblau mit Weiß. Und das ist eben hier dieser Oversize-Pulli, ist ein Strickpullover, perfekt jetzt für die Jahreszeit. Den habe ich auch in 34 genommen. Und der sitzt so gut, Leute. Ich liebe es einfach, wenn man den so bis in die Jeans steckt zum Beispiel. Ist einfach super, super angenehm und jetzt auch super schön warm. Und jetzt für den Herbst, Winter, wie gesagt, ich habe den schon so oft getragen auf Instagram und ihr wart immer auch total überrascht und überzeugt. Und ja, ich finde den wirklich total schön. Dann geht's weiter mit einem anderen Pullover. Und zwar war ich da auch ganz überrascht. Also ich war auch so ein bisschen, okay, steht mir sowas? Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und zwar geht es um diesen Pullover hier. Das ist auch so ein bisschen oversized geschnitten. Und dann hat er so Ballonärmel. Seht ihr das? Das ist ja etwas ganz Neues für mich, was ich unbedingt mal testen wollte, wie das denn bei mir aussieht. Und ja, wie bequem das auch ist zu tragen und wie alltagstauglich vor allem. Aber auch da bin ich total überrascht. Es ist ein super weicher Stoff. Auch das ist wieder so ein bisschen gerippt. Und ich bin, ja, wie gesagt, total überzeugt und trage den auch sehr, sehr gerne, wenn man den so ein bisschen in den Jeans steckt. Sieht das einfach total toll aus. Dann habe ich mich noch für ein Kleid entschieden. Das sieht so aus. Das ist schön mit Blümchen in dunkelblau. Und ich finde, das ist einfach so sommerlich und einfach, ich weiß nicht, mit dem passenden Gürtel dazu ist es einfach so angenehm auch zu tragen. Ich habe es jetzt nur einmal anprobiert gehabt, weil der Sommer ist natürlich vorbei, aber für den nächsten Sommer kann ich mir das super gut vorstellen. Auch wenn man mal ausgeht oder so, ist es einfach auch perfekt. Dann auch einer meiner neuen Lieblingspullis und da wart ihr auf Instagram auch so mega überzeugt und habt gesagt, dass mir der so gut steht. Und zwar dieser hier, der ist aus einem Waffelpullover
Jersey, so sieht das aus in Rosa. Und der hat hier so eine Kapuze, ist halt eben so ein kleiner Hoodie sozusagen. Und auch der sitzt so gut und ist so angenehm zu tragen. Und der hat hier vorne eben noch so eine Tasche und sitzt einfach so schön. Und auch den stecke ich sehr, sehr gerne vorne in die Hose rein. Und hinten ist er sogar noch so ein bisschen länger geschnitten. Das mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Und das letzte Teil ist eine Jeanshose. Und da war ich auch mega skeptisch. Weil meine Jeanshosen kaufe ich eigentlich immer nur bei Teleway. Und jetzt habe ich mich aber mal da entschieden, auch mal eine bei Shein zu bestellen. Und ich war wirklich sehr skeptisch, ob die denn auch wirklich so passt und ob die auch gut sitzt. Aber auch da bin ich sehr überrascht. Sie ist ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer. Also es ist keine Skinny Jeans, aber sie ist einfach super bequem. Und deswegen trage ich sie auch sehr, sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat hier eben so Löcher. Und unten ist sie auch so ausgefranst. Und hinten eben, ja, wie so eine Jeans. Sie sitzt jetzt auch nicht besonders hoch, also ist keine High-Waist oder so. Aber sie ist halt auch einfach mega bequem, aber trotzdem figurbetont. Und ja, also ich trage die wirklich sehr, sehr gerne. Und mit allen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, kann man sie auch super kombinieren, finde ich. Und es sieht einfach immer richtig toll aus. Ja, und ist auf jeden Fall auch einer meiner neuen Lieblingsjeans geworden. Ja, mein Lieben, und das ist auch schon der Haul gewesen, war gar nicht so viel. Aber wie gesagt, es war nicht meine letzte Bestellung. Ich denke, ich werde mich gleich nochmal schnell an den Shop setzen. Ich bin nämlich so begeistert von den Sachen, Leute, ich sag's euch. Ich hätte damit nie gerechnet, weil da wirklich so viele Fragen hinter sind, hinter Shein. Ist das wirklich so von der Qualität gut? Weil die Sachen ja auch echt total günstig sind. Aber ich muss sagen, Versand mega schnell. Also, ich glaube, eine Woche hat das jetzt gedauert. Und die Qualität ist es einfach. Also, Leute, ich bin überzeugt. Ich glaube, ihr merkt es. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und dann, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi!